Hier, mach mal I, Gruppe da. EU. So, jetzt sind wir Friends. Yes. Rauswerfen. So. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So. Hello. Ich wollte eigentlich heute ein bisschen Holzfarm gehen, auf Loot-Tour gehen, ein bisschen, damit wir hier unsere Basis verstärken können, aber es ist ja immer noch Nacht, ne? 3 Uhr. Ja, ich würde Es jetzt. ist 3 Uhr nachts. Ich bin wieder da und kann nicht schlafen. Hä? Keine Ahnung, ich kenne den Text nicht. Bauchfrei falsch. Nee, ich denke mal, ich warte bis um 6 und dann ziehe ich einmal von dann und gehe ein paar Bäume fällen, ein bisschen looten. Irgendwo da hinten mal gucken, vielleicht finde ich ein paar Häuser. Weil wir müssen auf jeden Fall. Also, wir haben ja gesehen, bei der kleinen Mini. Popelhorde von 4 Leuten. Waren das nicht 3? Psst, wir müssen ein bisschen übertreiben. Also von den 40 Zombies, die da kamen, mit 6 Bären, wir hatten ja keine Chance. Also ist Ja. unsere Basis per se ziemlich scheiße. Vor allem die Hunde kommen auch immer durch da. Ja, der Zaun ist kacke. Aber ich weiß nicht, können wir den zu Stein verändern? Ja, ne? Leider nicht. Also wir müssen den Zaun auf jeden Fall verstärken. Wir müssen Stacheldraht, Barrikaden machen, um die Zombies. Also die machen nicht so viel Damage, aber die halten die Zombies sehr lange auf, dass wir auf die schießen können, notfalls. Was müssen wir noch machen? Alles. Spikes. Wir müssen auf jeden Fall hier Spikes setzen. Da Alles. kriegen die Zombies gut Schaden. Ja, die Basis noch verstärken. Dass sie nicht reinkommen und unten optimalerweise wäre zumachen. Und dann, dass wir von außen eine Leiter haben, an der wir hochkommen. Ne, dass wir die Luke da wegnehmen und die Leiter und unten vielleicht alles zumachen mit Stein. Ich bin echt immer zu doof für diese Luke hier. Hier rauszugehen. Immer. Ja, das sind aber die Leitern. Also ich finde Geh das nicht auch. runter. Jetzt. Ich finde das auch immer ziemlich schwierig, da die Leiter runterzukommen. Nee, und dann setzen wir da haufenweise Spikes hin. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus, oder Und was? dann laufen die sich tot. Wo? Achso, du musst nur die zwei Blöcke wegnehmen. Die liegen nur lose vor. Also drin. Die zwei mit Eden, ne? Hatsch. Ah, Zombies hassen diesen Trick. Welchen? Eine Spikes überall hinzulegen. Da ich jetzt quasi noch nicht los kann, sammle ich ein bisschen Holz, indem ich hier das Geländer und das abbaue. Dann können wir hier auch die Gitterstäbe noch platzieren. Damit wir dann auch ordentlich runterschießen können. Wird ja auch langsam hell wieder. Was baust du ab? Leben oder was hier gleich kommt. Kies, Steine, Buddelst du? alles. Ja? Im Garten? Ja? Warum? Warum nicht? Du machst ja unseren ganzen schicken Garten kaputt. Buddel woanders. So nur ein Loch gleich. Naja. Ja und? Ich stolper da drüber und verknack's mir wieder am Fuß. Ja, wieder vor allem. Wieder 2 Stunden, wo ich nichts machen kann. Ja, ich kann ja nicht raus. Doch, doch. Das sieht gut aus Ja, hier. könnte ich aber. Oha. Das ist ein Was? schönes Loch. Ist eingestürzt oder was? Weiß ich nicht. Das ist ein Loch. Ein Loch. Ein schwarzes Loch. Der macht da zumindest Wasser rein. Wie geht das denn? Ich glaube, das geht gar nicht. Ah, oh, du Opfer, ey. Du Opfer! Oh, du Opfer! Ach, das mit der Ausdauer, das ist ein Krampf, ey. Unsere Kartoffel wächst und gedeiht. Wir müssen nie wieder Hunger leiden. Wir haben eine Kartoffel Kartoffelpflanze. angebaut. Ja, eine. Ich glaube, wir könnten zwei machen, tatsächlich. Habe ich hier noch. Nee, hab ich schon weggepackt. So, hier, wir können mal einschmelzen. Hier, der Ofen ist ja aus, ne? Ist auch nichts Brennbares. Wir haben doch hier. Habe ich nicht Kohle? Was war denn das? Kohle? Schiefer?
Ölschiefer. Ist Ölschiefer gleich Kohle? Nee, das kannst du nicht. Da kannst du Benzin draus machen, ne? Aber ich habe doch Kohle auch gehabt. Kohle. Ich glaube, die brennt. Jo. Fette Sache. Kann ich hier noch einschmelzen? Nö. Was haben wir denn hier noch? Was ist das? Pilzsporen, Scheinwerfer, Messing. Ich hoffe... na gut, den Ofen, das kann man ja hier später zum Ofenlager umbauen, ne? Dann bauen wir uns nach oben aus. Kommt das Dach weg. So. Kann ich ja schon gleich losgehen, ne? Ich bin schon lange draußen, ey. Habe ich die Pfeile schon gebaut? Ich wollte doch Pfeile bauen für den Blutmond. Keine Ahnung. 3 Steinpfeil, 89 Steinpfeil. Jetzt haben wir 92 Pfeile. Bis jetzt. Wo hatten wir denn Federn? Oh, Federn haben wir auch noch gut. Jetzt brauche ich noch Stein, ne? So, dann machen wir nochmal hier ein paar Pfeile. Steinpfeil-Munition. So. Achso, 60 Steine habe ich ja gebraucht. Ja, ja. Ich bin wieder wach und kann nicht schlafen. Und das eine Geländer haue ich hier noch weg. Die Pfeile sind ja schnell fertig. Ja, die warte ich noch ab und dann ziehe ich von dannen. Au. Ja, Mann. Hast du gehört, Vibe? Hey. So hat man doch früher gesprochen. Ich meine, rein theoretisch, wir sind ja wieder in alten Zeiten, ne? Wieso ist der Herd nicht besetzt? Aha. Gut zu wissen, Digga. Gut zu wissen, Digga. Nimm mal das hier mit. Diese komische Mütze, ich weiß nicht. Achso, Kälte wieder schon. Ja, gut. So. Achso, wir haben ja auch noch Schnee. Was können wir denn mit Schnee machen? Ja. Pack mal den Schnee hier rein. Ich hoffe, der schmilzt nicht da drin. Hm. So, da haben wir jetzt nichts mehr drin. Und wir haben... könnte... und ich brauche... nee, da... warte mal. So... ich glaube, dass so passt das, ne? Gekochtes Fleisch. Wunderbar. Ey, Puppe! Ja, guck mal, richtiger Handwerker hier. Dreh dich mal um. Ey, Süße. Ich sehe keinen. Ihr habt eine Axt. Warte, warte, mit der Schaufel? Ich bin Maurer. ein Reparaturkit. Ich brauche ihn wieder. Ups. Ich müsste auch wieder welche herstellen. Ich weiß gar nicht, was ich dafür gebraucht habe. Reparaturkits. Geschmiedetes Eisen. Und Klebeband. Ja, gut, Klebeband finde ich vielleicht, aber dann könnten wir nochmal geschmiedetes Eisen herstellen. Oh. Hm? Machen wir 15, ne? Was ist das hier für eine Kacke? Achso. Mehr wie 4 geht gar nicht. So, habe ich hier noch Damage gemacht? Ja, komm. Den nehmen wir noch weg und dann gehen wir los. Ich ziehe von dannen. Das. Ich würde gern auch herausfinden. Ich hab mal die. Hey, hier muss mal was vorgemacht werden, ne? Wo? Ja, hier hinten. Die können doch da vorüberspringen. Hier auch.
Guten Tag. Achso, ja, kannst du ja zumachen. Hier und da hinten. Ja, hier mache ich. Ja, ich gehe auf Loot-Tour. Ich habe die, du musst jetzt, wenn du hoch willst, eine Leiter... Du hast denn hier voll die Treppe gebaut. So. Du musst dann eine Leiter springen. Hier geht gar kein Dings rein. Achso, ich habe kein Holz mehr. Ja, das haben wir ja gleich. Leerer Müllhügel. Aber ich gehe erstmal gucken, was wir hier noch an Häusern in der Nähe haben. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel mit, was ich verlieren könnte. Oder was dramatisch wäre zu verlieren. Was ist das hier? Ah, das darf ich nicht abbauen, ne? Nee. Das ist ja Mine quasi. Markierung. Ich hau hier die Tanne hier hinten erstmal weg. Die ist weit genug von uns weg. Das stört uns nicht. Do, Holzfäller Michel. Ich frag mich, ob es hier so eine, ob du als Holzfäller quasi leveln kannst, dass du ein bisschen mehr Ertrag kriegst aus dem Baum. Und den auch schneller abgebaut bekommst und mehr Ausdauer hast vielleicht. Baum fällt! Oh, hier ist eine Tasche. Unberührt. Eine leere Dose. Das hat sich doch schon gelohnt. Wo muss ich jetzt hoch? Da wo die Leiter ist, musst du nur einmal kurz springen, bevor du hochgehst. Also aha, hüpfen, dann kommen die Zombies ja, nicht mehr rauf. Ich bin schon oben. Ja, ja. Halt den Sappel. Ja, Ma'am. Geht doch. Gerne. Gut. Was? Möchtest du eine Geschichte hören? Nein. Es war einmal ein einsamer Holzfäller. Ich sagte doch, nein. Der hackte einen Baum. Hm? Und während er das tat, bekam er einen Traum. In diesem Traum, da war eine Maid, die war zu allen Schandtaten bereit. Pferdeklauen. Oh, die Ausdauer. Achso, da ist ja noch so ein Laden gewesen, ne? Da war ich auch noch nicht drinne gucken. Oder? War ich da schon drinne? Haben wir da gelootet? Nee, ne? Wir haben jetzt schon wieder alles hier reingepackt, ey. Oh, alles durcheinander. Was ist durcheinander? Ich habe gar nichts durcheinander gebracht. Ja, alles voll unlogisch hier eingepackt. Hä, wieso? Weiß ich nicht. Was ist unlogisch? Einiges. Das müssen wir jetzt besprechen. Am besten tun wir das bei einer Geschichte. Es war einmal ein Holzfäller, der hackte einen Baum. Während er das tat, bekam er einen Traum. Baum fällt! Ich habe die Straße blockiert. Verdammt, der Baum ist weg. Baum fällt! So, Wunderbärchen. Ich gehe mal hier ins Café. In die Federn schon wieder, ey. Die habe ich wieder in die Kiste gepackt. Unten links, unterste Reihe. Da, wo ich sie her hatte, nachdem ich Pfeile hergestellt habe. Ja. So. Aloe Vera Samen. Ich sag dir, ich werd Bauer. Ich werd absoluter Landwirt. Das mache ich denn nebenberuflich, während ich Müll durchforste. Ich hab nochmal eine Feder und ein Ei. Ich sollte vielleicht nicht alles mitnehmen. Warte mal, kann ich mir nicht... Warte mal. Warte doch mal, Jasmin. Hä? Ich kann mir ein Knochenmesser herstellen. Dafür brauche ich 5 Knochen. Ja gut, die habe ich jetzt nicht hier, ne? Jedes Mal hau ich dagegen, ey. So.
Klopf, klopf. Ist jemand hier drinne? Ich komme jetzt rein. Dauert einen Moment. Okay. Oh. Hallo. Mach doch mal die Tür für mich auf. Ist da einer oder was? Zwei. Der Kassierer und seine mittelmäßig tolerante Servicekraft hier im Café. Also so kriegt ihr aber keine neue Kundschaft. Sir. Wollen sie vielleicht auch nicht. Ich hau den einen auf den Kopf. Ich hätte gern einen Kaffee. Wann machen sie denn auf? Sir? Aua! Der hat mich auch geschlagen. Wundert mich nicht, dass der Laden so schlampig läuft. Ist das Metall? Oh, hungrig ich bin. Oh. Gegessen ich habe. Dein Charakter stimmt echt überein mit dir, ne? Wieso? Ich bin auch ständig hungrig, ey. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Das ist ja viel einfacher. Mal ein bisschen Licht reinlassen. Oh. So. Das ist doch schon angenehmer hier. Was hat die Kühlbox? Meine Musik wird komisch. Trübes Wasser. Meine auch. Ach, die kann man auch kaputt hauen. Hä, da kommt einer aus dem Wasser hinten. Fauler Müll. Oh, da kommen ein paar viele aus dem Wasser hinten, glaube ich. Ja. Oh, oh. Ich verpiss mal. Ich verpiss mal. Ja, das sieht aus, als wenn da eine ganze Horde aus dem Wasser gerade kommt. Was ich beim Blutmond mache, aber verpiss mal richtig. Ja, und ich fight allein, oder was? Ja. Irgendwie sehe ich das sogar so kommen. Ah, cool, was habe ich denn da gefunden? Ja, ich stehe auf meinem Aussichtsturm oben da. Ich habe eine Schamsuppe. Mhm. Ich hatte eine Chili-Suppe. Ich habe Goldrutentee. Jetzt komme ich da nicht hoch. Und Kaffeebohnen. Ich gehe mal die Küche durchforsten. Da haben die doch. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Bist du gegrunzt wie ein Schwein. Du hast gegrunzt wie ein Schwein gerade. Es tut mir leid. Ich hab mich nur erschrocken, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der Koch hier hinten noch ist. Hä, waren da nicht eben Zombies? Ja, ja. Oder hab ich mich verguckt? Ach so, ich dachte, du meinst ja, bei mir. Mit dir kann ich das wohl schlecht sehen. Ja, ja, nee, also ich habe hier noch eine Auseinandersetzung mit dem Koch. Das Essen war furchtbar. In der Schamsuppe ist für den Preis viel zu wenig drin. Oh, kleiner Moment. Oh, 19 Steine, krass. Ach, die nehme ich mit. Kühlschrank. Jetzt habe ich schon zwei Knochen. Ich habe einen Melasse-Kaffee. Was? Melasse? Ja. Ich Melissa? Nee, Melasse. Melissa. Blum und Wildbreteintopf. Boah, ich lasse mir das richtig gut gehen hier. Ja, mach mal. Das Café zu durchsuchen, das war eine gute Idee. Kohle. Noch mehr Kohle. Ich glaube, ich habe mich nur verguckt. Okay. Ich lasse die Schränke mal heile, damit man hier später noch looten kann. Ich habe einen. Oh Gott. Ich habe einen Schlüssel im Schlüsselkasten gefunden. Und als ich den genommen habe, ist die Tür aufgegangen. Da habe ich mich richtig erschrocken. Oh Gott, ey. So. Erstmal der Müll. Können wir einschmelzen? Was haben wir hier noch? Lehm. Ich habe jetzt hier noch eine Shamwave Foods Kiste. Ich hatte zwar keine Erwartung beim Looten, aber ich bin ganz zufrieden. Also wir haben ordentlich Nahrung, ne? Das dauert mir zu lange hier mit der Axt.
Hier sind. Wäre nur doof, wenn du drauf gehst, ne? Ja, hier sind drei Zombies auf dem Dach. Aua, er hat mich geschlagen im Sprung. Superman Punch. Das hast du überlebt? Okay, ich habe jetzt noch zwei. Der eine ist relativ schnell gewesen. Und er hat die Ruhe weg. Das ist wieder typisch Beamter, ne? Kein Zeitdruck. Der war am leichtesten. So, was haben wir hier? Ich habe noch einen verbannten guten. Ein paar Tabletten. Kannst du deine Sucht befriedigen? Ich. Oh, ich habe hier ein Buch gefunden. Die Kunst des Bergbaus, Band 7. Ich nehme das mal, ja? Oder willst du das haben? Nee, nee, nimm mal. Dann hast du mehr Ertrag beim Buddeln. Ah, alles gut. Du kannst nicht arbeiten, wenn du nichts siehst. Lerne Laternen, Bergbauhelme und Lampenmods für Helme zu fertigen. Geil. Gefütterter Brustpanzer, Stufe 3. Und Munition habe ich nochmal. Und noch hier Pfeilspitzen. Oh, das ist ja so geil vom Blutbild. Und ich habe hier noch eine Poppenpilz-Kiste. Was? Ja, Poppenpilz. Da ist Recock drin. Dieser komische Whisky oder was das ist. Und ein Verband. Mhm. Und ich bin überladen, also komme ich jetzt einmal nach Hause. Mhm. Da. Das war ja schon relativ erfolgreich hier, ne? Wenn du heiler ankommst, ja. Ja. Oh, wo ist mein Bett? Da ist mein Bett. Und ich habe hier auch noch was gefunden. Hier ist so eine Mine, die könnte man dann abbauen. Mit, Nitrat. Ich nehme mir nur ein bisschen. Nur so 17. Dann können wir nämlich noch einen Block machen für zum Anbauen. Und den Rest lasse ich mal noch, damit wir die wiederfinden. Oder kann ich die markieren? Wegpunkt speichern. Oh ja. Nitrat. Cool. Und ich habe schon wieder Hunger. Echt? Ich noch nicht. Ja. Aber ich hab ja genug Essen dabei, ne? Ich nehme noch mal ein bisschen Holz mit. Ich krieg nicht mal einen Baum gehäckselt, ne? Mhm. Meine Axt ist so schwer, ich habe keine Ausdauer mehr. So, dann kann ich ja die Zeit nutzen und einmal was mampfen. Oh, was gönne ich mir denn jetzt hier Feines? 24 Wasser stellt der Goldrutentee her. Mhm. Das Ei muss ich erst kochen. Oh, die Schamsuppe macht 53 Nahrung. Und der Wildbrateintopf 50. Mhm. Wir müssen mal mehr Wildfleisch jagen. Können wir vielleicht auch so einen Eintopf machen? Baum fällt! Oh, hätte ich fast auf den Kopf gekriegt. Ich muss mir auch mal so einen Helm bauen. So. Da. Nice. Mhm. Bin auf dem Weg zu dir. Und pflanze noch zwei Eichen. Unterwegs. So. Habe ich noch irgendeinen anderen Baum hier? Nö, das sieht aber schlecht aus. Aber wenn ich das hier hinpacke und das da hinpacke, bin ich doch nur noch drei überladen, ne? Und wenn ich jetzt noch... Mir ist kalt. Regnet das? Ja. Oh,
Das, das übelt aus Eimern, sag ich dir. Du hast das ein bisschen doof gemacht mit den Klötzen, weil die jetzt alle draußen sind, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob die da raufspringen können. Ja, ich weiß. Musst du umbauen. Ja. Ja, wobei wir könnten ja vielleicht auch aus so einem Klötzen eine Mauer errichten. Einfach. Hm. Wollen ja sowieso noch bauen, ne? Oh nein! Oh, ich dachte schon, ich bin jetzt zu schwer und komme hier nicht mehr hoch. So. Da bist du, oh Gott. Da bist du nicht drin. Die können wir demnächst noch pflanzen. Da haben wir... Macht's doch leichter, ne? So, dann habe ich hier noch trübes Wasser. Warum schlägst du mich? Los ab. Das war schon lustig. Ich weiß. Das kann hier noch mit drauf. Jetzt haben wir 152 Pfeile. Bis jetzt. Wir haben jetzt hier noch Pfeilspitzen aus Stahl, Eisen und Eisenpfeil, also fertige Eisenpfeile. Da könnten wir auch noch welche von machen. Was ist das hier überhaupt? Armbrust. So. Achso, ich habe ja hier noch den Melasse-Kaffee. Gut, hier mal. So. Aloe Vera-Samen habe ich noch. Warum kann ich denn jetzt das Feuer nicht anmachen? Wir brauchen größere Kisten. Ist da was zum Brennen drin? Nee. Warte, ich guck mal, ich habe kein Holz. Ich muss mich wärmen. Wärme dich. So, wo haben wir denn die Verbände drin? Achso, hier. Die kann man nur auf 5 stacken. Ah, wir brauchen unbedingt mehr Kisten. Größere Kisten. Das kann eigentlich drin bleiben. Nehmen wir das mal mit rüber. So. Hier haben wir doch schon wieder Platz drinne. So, was brauche ich denn jetzt hier für geschmiedetes Eisen? Brauche ich Eisen und Lehm. Das heißt, ich muss Eisen auch einschmelzen ein bisschen. Weil wir brauchen auch noch ein Teil Eisen für die Zäune. Also für den Stacheldrahtzaun. Was das hier ist, weiß ich nicht. Das mal hier mit rein. So. Mach doch mal. Ich hab das mal gemacht, ne? Mach doch mal. Ja. Was haben wir hier drin? Das kann ich eigentlich zu mich nehmen. Wo ist mein ganzes Holz? Ich habe mein Holz. Jetzt habe ich das hier in irgendeine Kiste gepackt. Eine Stelle. Da, wo das Holz reinkommt, hast du es reingepackt. Ah, ich brenne! Ich brenne! Nein, Hilfe, die Hütte brennt! Ja, ich stand irgendwie im Feuer. So. Ich bin immer noch nass. Wieso bin ich denn immer noch nass? Es regnet. Ach, oben ist die Luke auf. Ah. Ach ja, das ist jetzt auch so. Ich verstärke mal noch schnell die Wand, zumindest in Holz. Nö. Weil wir haben schon Tag 5, ne? Wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Nö. Ja. Dafür ist mir die Axt zu schade. Kein Stein.
Mann! Dahin. So, meine Rahmenformen sind auch alle. Dieses Gewitter. Das macht mich fertig, Jasmin. Inge! Ruhig. Inge, draußen ist Gewitter. Rahmenformen. Dann vielleicht 30 erstmal fertigen. Wieso habe ich denn schon wieder hier Metall? Eisen. Wo hab ich denn das her? KP. KP! Keine Ahnung. So die Abkürzung, ne? KP für keine Ahnung. Ganz genau. Ach ja. Patrick. Ja, bitte, das bin ich. Du bist schon so ein Scheißer. Danke. Nur dafür brauche ich Kieselstein. Und Kieselstein könnte ich mit Stein machen. Kommen die hier wirklich dann hoch über die Dinger? Das wäre ja doof. Über was? Über die Leiter? Nee. Über die Blöcke. Ach so, der Gegenstand muss repariert werden. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie hoch die springen können. Ja, ich weiß es nicht auch. Ich kann dir das einfach nicht sagen. Brauchen wir den Müllcontainer eigentlich? Den Müllcontainer? Nee, bei uns in der Basis dürfte eigentlich nicht, also kein Loot anfallen. Deswegen denke ich mal eher nicht. Wir müssen hier drinnen auch nochmal den Kühlschrank abbauen. Kühlschrank. Den Kühlschrank. Das hier überhaupt. So, liebe Leute. Oh, cool, guck mal. Was ist das gemacht? Meinst du, die blauen Big Bags könnten schon wieder... Ich weiß nicht, vielleicht doch erst nach dem Blutmond. Ich weiß halt nicht, wann die Sachen wieder spawnen. Kannst du mal aussprechen richtig? Na, diese blauen Dinger, die ich abgebaut habe, da habe ich Kieselsteine hergekriegt. Aber ich weiß nicht, ob die erst nach... ob so eine Sachen erst nach dem Blutmond spawnen oder ob die vorher schon spawnen. Spawn. Den hier auch weghacken? Zeig mal. Nee, ich will den nicht weghacken, ich will den aufwerten. Aha. Ich will den zu Stein machen, mit rechter Maus. Oh, das ist aber eine Frostbeule hier. Nur dieser Kühlschrank hier, der muss noch weg. Plump. So, wie viele von den Dingern kann ich denn überhaupt jetzt machen? Wenn ich jetzt, Stacheldrahtzaun? Maschendrahtzaun in the morning. Das ist jetzt Bitte. Muss mich wärmen hier, die friert. Du bist durstig. Du bist durstig. Dick und durstig. Mal Nummer 11 von den
Stacheldrahtzäunen, dass wir da auch ein bisschen weiterkommen. Ja. Das Einfachste wäre jetzt, ich gehe nochmal los looten, ne? Und dann können wir später nochmal... looten ist sammeln. Und dann könnte ich später noch die Stangen oben weiterbauen. Die Stangen. Willst du... Du hast doch noch eine Steinaxt auch noch, ne? Jo. Willst du mit der Steinaxt mal mit rechter Maustaste die Stangen schon mal aufwerten? Wo denn? Die ich oben um das Dings drum gemacht habe. Hä? Oben? Ja, wenn du mit der Steinaxt mit rechter Maustaste draufhaust, dann wird aus dem USB-Holz... Ja, wo denn? Hä, oben am Podest? Außen? Die, ich habe doch diese Stangen am Boden gemacht. Hä? Hier. Genau. Wenn du und hier drücke ich jetzt mit der rechten Maustaste. Genau, drauf. Dann würdest du die, wenn du Holz im Inventar hast, würdest du die mit Holz aufwerten. Ne, hier steht, der Gegenstand muss repariert werden. Achso, warte mal. Das, ja, gut, die Axt denn, ne? Geht trotzdem nicht. Hat hier was aufgefallen? Ein Schwarz. Geht trotzdem nicht. Und da. Gut, das kann ich auch erstmal hier. Es geht nicht. Nein, und ich muss mich aufwärmen, ist kalt. Dann hast du kein Holz auf Tasche? Ach, habe ich. Ja, normalerweise, wenn du die Axt repariert hast und rechte Maustaste, dann kannst du aufwerten. Nein, ging ja eben wohl nicht. Mit der Steinaxt, ne? Ja, die Steinaxt, genau. Hm. Habe ich schon verstanden. Was soll denn das? Ach so, das ist ein Stück Leiter. genau. Drei ja, Schläge sind das, glaube ich. Ja, da hatte ich zu wenig Holz wahrscheinlich. Ja, jetzt geht's wieder nicht, warte mal. Ja, da zieht voll viel Holz, ey. Ja, aber das müssen wir machen. Ja. Leider. Also muss nicht zu Stein, aber zu Holz wäre schon geil. Ist doch Holz. Geil. Nee, härteres Holz, also richtiges Holz. Jetzt habe ich die Pfeile wieder mit mir, egal. Ja, bei Gelegenheit müssten wir auch Reparaturkits weiter herstellen. Dafür brauchen wir Klebeband und Eisen. Also müssen wir nochmal Eisen holen. Jetzt weg mich am Arsch, ey. Wir brauchen so viel. Wir brauchen Stein, Kieselstein, Eisen, Kleber, Lumpen, Klebeband. Die hatte ich schon durchsucht, ne? Ja. Aber das? Habe ich das auch schon durchsucht? Unberührt. Jetzt habe ich zwei Eier. Stein. So, wir sind bei 38 Minuten. Just saying. So, wir werden uns jetzt die nächste Zeit weiter intensiv auf den Blutmond vorbereiten. Der Nachteil ist natürlich, wir müssen immer wieder looten, bauen, looten, bauen, looten, bauen. Eigentlich sollten wir tagsüber nur looten und abends bauen, nachts. Wäre vielleicht cleverer. So, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ihr seid wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.